Herzlich willkommen zum Dillbrechter Oster-Countdown. Noch 38 Tage bis Ostern. Wir haben in den letzten beiden Tagen uns angeschaut, etwas über den Anfang der Menschheit. Heute geht es an den Anfang der Urgemeinde. Wir kommen zu Stephanus. Und ich lese uns vor, was über Stephanus geschrieben steht. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Was ein Glaubenszeugnis, was ein Zeugnis, überzeugt von der Liebe Gottes, dass selbst die Steine der Menschen ihn nicht treffen können in seiner ewigen Bestimmung. Dass selbst die Steine der Menschen ihn nicht trennen können von der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes, die ausgegossen war in die Gemeinde, und trotz allem war es keine Selbstverständlichkeit, dass in selbst in diesem Urzustand, von dem man der eine oder andere vielleicht träumt, dass mal wieder so etwas passiert, dass selbst in diesem Urzustand nicht alles gerecht und liebevoll war, sondern die Urgemeinde hat tatsächlich die Armen und Schwachen, nämlich die, die Jesus besonders auf dem Herz liegen, haben sie vernachlässigt. Und zwar ihre eigenen Schwestern und Brüder. Das nennt man vielleicht so etwas wie einen Familienzwist. Auf jeden Fall Krach in der Familie und Unstimmigkeiten. Und so hat die Urgemeinde beschlossen, es sollen 6 Diakone eingesetzt werden. Diakon heißt nichts anderes als jemand, der hilft und dient. Ein Helfer und Diener, dafür zu sorgen, dass die Armen, Schwachen, die Weisen, dass die genügend zum Essen bekommen. Philippus war einer davon. Er war mittendrin in diesen administrativen Tätigkeiten, aber darin nicht gefangen, sondern er fand immer genügend Zeit und Kraft, das Wort Gottes kräftig zu verkündigen. Ein wenig so wie Jesus. Nicht nur Worte, sondern Taten. Und zwar Taten, die einen nachdenklich stimmen, die einen staunen lassen. Er hat für Kranke gebetet, ihnen wohl die Hände aufgelegt und sie wurden gesund. Zur Ehre Gottes war er unterwegs. Das hat ihm in kurzer Zeit auch ziemlich viel Widerstand entgegengebracht. Er hat sich von diesem Widerstand nicht abhalten lassen. Er hat sich nicht von Anschuldigungen und Anklagen abhalten lassen. Auch nicht von der Anklage, die letztlich zu seinem Todesurteil geführt hat. Wir in Deutschland brauchen uns nicht fürchten vor solchen Anklagen. Aber haben wir die gleiche Freiheit, Jesus anderen Menschen lieb zu machen, wie der Stephanus sie hatte? Haben wir diese Freiheit? Wenn nicht, wäre es heute ein guter Zeitpunkt dafür zu beten, dass diese Freiheit in uns wächst. Und zwar die Freiheit der Liebe Gottes weiterzugeben, ohne selbst etwas dafür zu bekommen, ohne dafür Lob zu bekommen, Anerkennung oder irgendetwas zurückzubekommen, sondern einfach Liebe um der Liebe willen weiterzugeben. Und zwar die Liebe Gottes, die wir empfangen haben. Das wäre ein wunderbares Gebetsanliegen für den heutigen Tag. Und wenn Schwierigkeiten da sind, dann halte es so wie Stephanus. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so gebe ich heute als Herausforderung mit, lest doch mal Apostelgeschichte, Kapitel 6 und 7, 2 Kapitel, und macht dort Pause an dem Wort, an dem Satz, der dich besonders anspricht. Und besprech das mal genau mit Jesus, damit wir nicht nur Wissen ansammeln, sondern mit ihm mehr und mehr ins Gespräch kommen über die Wahrheiten, die er für unser Leben hat. Vielleicht traust du dich dann auch,
das Evangelium, die frohe Botschaft weiterzugeben, für Kranke zu beten, Hände aufzulegen und in der Liebe des Höchsten durchs Leben zu gehen. Dazu segne und behüte dich der dreieinige Gott. Amen.